Gut, gute Tasse Kaffee. Guten Morgen. Ich erkläre euch, was ein Kaffeesommelier macht. Jetzt. Guten Morgen, Freunde des guten Geschmacks. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Habt euren Morgenkaffee in der Hand oder euren Nachtkaffee, je nachdem, wie lange er schon steht. Und genießt, so wie ich, und verfolgt jetzt ein bisschen hier diese Story. Worum geht's? Um den Kaffeesommelier. Ja, es ist ein ganz schwieriges Wort. Dieser Sommelier. Ja, ist Französisch. Und letztendlich geht es eigentlich darum, ein Geschmacksschmecker zu sein. Also ein Aromabeschreiber, ein Kaffee-riechender, schmeckender Superwissenschaftler. Ja, also so ein richtiger Kaffee-Held. Ja, also, nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ein Kaffeesommelier. Ist so ein kleiner Start in einer Reihe auf diesem Kanal, wo ich euch so ein paar coole ja, Fremdwörter aus der Kaffeewelt näher erklären möchte. Ich glaube, das Thema mit der Third Wave of Coffee habe ich euch auch ja schon erklärt, und jetzt geht es mit dem Sommelier weiter. Ein Sommelier ist dazu da, um Kaffee zu bewerten, letztendlich. Und zwar natürlich nach bestimmten Kriterien, nicht nur nach gut oder schlecht oder nach oh, voll super teuer, voll gar nicht teuer und billig, sondern dann gibt es so ganz verschiedene Dinge wie das Mundgefühl, wie das Aroma, wie auch der ganze Nachgeschmack, der nach einem Kaffee auch entsteht im Mund. Ja, das alles muss ja irgendwie herausfiltern. Und jetzt denkt ihr euch, ja, Kaffee schmecken, das kann ich auch. Ja, also da gehe ich hin, schlürf ein bisschen und dann ist es das. Nein, Freunde, jetzt mal ganz ehrlich. Es geht hier wirklich um Spezialisten im Kaffeebereich. Das heißt, gerade im Spezialitäten-Kaffeebereich ist es so, dass eine Bohne eben richtig gut schmecken muss. Ja, weil sie eben auch ein Ticken teurer ist als jetzt, sage ich jetzt mal, der 1-Euro-Imbiss-Kaffee. Ja, und man möchte ja genauso wie beim Wein oder beim Bier oder sogar beim Käse, ja, da gibt es übrigens auch Sommeliers, möchte man auch einen hohen Standard erreichen. Den kriegt man hin, indem man entweder selber zum Sommelier wird oder einen bestellt. Ja, und wie ist das jetzt so? Ich will auch Sommelier werden. Ja, Freunde, 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 ich kann nicht mal kurz was erzählen. Letztes Jahr bei dem Coffee-Blogger-Treffen im Sinne des Coffee Festivals Berlin habe ich auch mal so einen Geschmackstest mitgemacht. Und ich sage euch, ihr denkt immer, ihr schmeckt alles. Freunde, eben nicht. Ja, also man riecht sich durch bestimmte Gerüche wie Zitrone oder Ingwer oder ne, es gibt so bestimmte Charakteristika, die abgefragt werden. Und genauso ist es beim Schmecken. Ja, man versucht bitter zu schmecken, man möchte scharf schmecken, man möchte süß schmecken. Und diese ganzen Nuancen muss man schulen. Also auch das hier, ja, ist völlig, völlig mit drin. Und die ganze Sache ist dann natürlich auch nicht so einfach. Nicht jeder kann auch alles schmecken und nicht jeder kriegt auch jeden Geschmack aus dem Kaffee, so wie er hier drin immer beschrieben wird oder auf der Packung beschrieben wird. Das ist wirklich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Man kann sich aber trainieren. Und das macht er in Sommelier. Das heißt, er geht an eine Schulung. Er kriegt alles mit, vom Anbau des Kaffees bis hin zur Zubereitung des Kaffees. Er kriegt die Nuancen mit, er kriegt mit, wie eine Kaffeezubereitung funktioniert, von der Espressomaschine bis hin zu Chemex, bis hin zum Mokka Express, alles drin. Und dadurch schult er immer wieder, immer wieder, immer wieder, durch viel Probieren, Probieren, Probieren. Das heißt, durch viele Cuppings, so nennt man das, wenn man halt Kaffee schlürft, kurz aufgegossen im Reinen sozusagen. Ich mache das jetzt wirklich kurz, weil Cupping ist, glaube ich, noch was extra. Und dann schlürft man den Kaffee, man zieht sofort den Geschmack so rein, man schmeckt so ein bisschen ab, ähnlich so wie Wein, Leute. Wisst ihr, wenn man dann so dieses und dann schmucken das wieder auf. Also, wisst ihr, so ungefähr funktioniert das. Ich zeige euch das alles nur in die Ruhe. Können wir erstmal mit dem Thema weiter? Also, letztendlich geht es darum, auch für sich so ein Profil zu entwickeln, worauf das Gehirn und während ihr schmeckt immer wieder zurückgreifen könnt.
Und ja, Leute, das ist auch nicht wirklich einfach gemacht. Die Tests sind hart, die Prüfung noch härter und die ganze Sache auch ein bisschen Zeit. Das heißt, ja, man kann nicht einfach hingehen und sagen, oh hier, Apfel, Walnuss, Karamell, oh hier, Limongras, Feige, Dattel, was auch immer. Nee, das funktioniert einfach nicht. Ja, da müsst ihr euch ein bisschen schulen. Jetzt, nach 2 Jahren oder fast 3 Jahren, wo ich mich mit diesem Thema beschäftige, kriege ich die fruchtigen Aromen schon relativ gut raus. Aber auch ich habe immer noch ein paar Probleme, damit wirklich alles rauszuschmecken. Deswegen, wenn ich zum Beispiel Kaffee teste, dann trinke ich über eine Woche den gleichen Kaffee, damit ich den auch durch verschiedene Zubereitungsart immer anders kennenlerne. Und dann kann ich ungefähr sagen, so schmeckt er. Ja, also wenn ihr dann mal auf meinen Insta-Post seht, wie ich einen Kaffee beschreibe, dann ist das ein langer Prozess gewesen, um da überhaupt hinzukommen. So, ja, ein Sommelier. Eigentlich ein sehr wichtiger Mensch, gibt da aber auch nochmal natürlich auch Unterschiede. Aber ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Abriss, was ein Sommelier so macht im Kaffeebereich. Ich danke euch, habt noch einen schönen Tag, ja, schlürft euren Kaffee heute gut durch, macht euch abends auf jeden Fall noch einen, beruhigt ein bisschen, also für mich auf jeden Fall. Und ansonsten, ihr wisst ja, checkt mal die anderen Social Media Kanäle, ich würde mich freuen, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Und ich schnupper jetzt mal ein bisschen noch am Kaffee, okay? Also irgendwie einfach lecker.